Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Pioneers of Pagonia und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ganz speziell, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich sehr. Was mich auch freut, ist, dass wir so langsam aber sicher wieder etwas Land sehen, wenn man so will. Ja, wir haben die Banditen zumindest so einigermaßen eindämmen können und wir haben irgendwo noch eine Diebesbande aufgetan. Hier hinten nämlich. Und immer ein Diebeslager und da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern müssen. Ja, das wäre aber sinnvoll, wenn ich dann auch die entsprechenden Soldaten hier aktiviere. Die Wachen lassen sich erstmal noch außen vor. Die kommen dann hinterher wieder zum Zuge. Und ich muss einen Fokuspunkt für die Patrouillen setzen in dem Fall. Ach, das habe ich schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. Das ist cool. Ja, dann mal ran, ne? Sehen so komisch aus. Wieso sind die? Müssen die nicht normalerweise Rüstungen tragen oder sowas? Ich lasse das mal so im Raum stehen. Was die Darstellung hier im, ihr wisst schon, im Gedingse sehen die etwas anders aus. Naja, egal. Wir haben hier jedenfalls eine ganze Reihe von Dieben, die hier rum existieren. Ja, dann let's go, ne? Schauen wir mal. Oh, das macht aber. Ja, gut, das ein Dieb weniger. Das scheint hier. Nö, ein ganz normaler Dieb zu sein. Ich sehe hier nichts irgendwie mit Elite oder so. Das sieht da schon anders aus. Geschickter Dieb. Und. Oh. Ja, das war wohl nicht so gut. Ich sollte meine Schwerpunkte anders setzen in Bezug auf Leute, die da eingespannt werden. Ach, deswegen mein Fehler. Natürlich, deswegen auch die Verwirrung. So. Mann, das waren die ganz einfachen Soldaten mit dem bronzen Sprunzeschwert. Aber nicht die fortgeschrittenen Veteransoldaten. Die sollte ich vielleicht auch mal so langsam, aber sicher ins Auge fassen. Veteransoldaten. Moment, die Rüstungsschmiede und solche Geschichten habe ich ja schon längst. Da werden gerade Kettenrüstungen hergestellt. Habe ich Eisenschilder? Ja, komischerweise nur vier. Rüstungen. Erstaunlicherweise zwei. Gut. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Das sind diese Kollegen hier. Ich gehe da mal auf fünf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Ist hier schon, ist hier schon, ist hier schon. Ah. Ja, die sehen schon anders aus. Das war es doch, was ich so im Hinterkopf hatte. Oh, einer von unseren Leuten, die da R gemacht haben. Okay. Warum rennt der weg? Hallo? Ist er gebraucht? So einigermaßen. Da sind jeweils noch einer übrig, wenn ich das richtig sehe. Die sich auch ganz gut schlagen
schlagen. Das muss man den Gegnern lassen. Wir sind nicht so ganz ohne. Jawohl, jawohl, jawohl. Immerhin ein Diebeslager weniger. Gegnerisches Lager wurde erfolgreich zerstört. Moment, es brennt. Falsche Abteilung. So. Da rücken neue Leute nach. Das sieht gut aus. Habe ich hier von den Veteranensoldaten, aber gerade mal einen, das ist nicht so prickelnd. Gut. Ich warte da die weitere Entwicklung ab. So. Und das war's mit diesem gegnerischen Lager. Sehr cool. Damit haben wir zumindest die Diebeslager jetzt auch weg. Ist die Frage, wie viel gibt es von den Gegnern noch? So, hier sieht so im näheren Umkreis. Sehe ich erstmal auf die Schnelle keine. Das ist unser Gebiet. Das ist das andere Dorf. Oder die andere Siedlung, je nachdem. Fürs Erste scheint es das gewesen zu sein. Sehr schön. So, folgende Überlegung. Die kommen weg. Ich würde hier ich nehme mal 10 Stück. Ich nehme mal 10 von den Veteranen, weil wir nennen sich Veteranwachen, genau. Frage, wie viel habe ich? 3. Das ist hier besser als nichts, aber nicht das, was ich brauche. Im Militärcamp sind keine mehr. Ich brauche. Oh, 2 sind hier noch, die rekrutiert werden sollen. Ich brauche aber 7. So. Das richtig in Erinnerung habe. Ja. Eisenlanzen, das ist ein bisschen wenig. Was brauchen die noch? Ich brauche Kettenrüstungen. Vier sind in Arbeit. So. Moment. 7, war das richtig oder habe ich das vollkommen falsch jetzt gerechnet? Was habe ich noch? 4? Naja, egal, weil ich habe, das habe ich. Was zu wenig sein sollte, müsste dann entsprechend noch nachproduziert werden und was zu viel wird, wird eingelagert. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kriegen wir alles in den Griff. So, wie sieht es hier aus? Die mal raus. Die sind aktiv. Da bin ich auf 10 gegangen. Wo kommen die denn jetzt wieder her? Hä? Moment. Das sehe ich so überhaupt nicht. Um.
geht denn jetzt hier ab? Wieso habe ich denn hier auf einmal so viele Gegner? Okay. Petroleumpunkt. Ich bin da flexibel. Das sind doch Gegner. Warum greifen die nicht an? Erkennen die als solche nicht? Oder wo ist jetzt das Problem? So, die müssen erst... alles, ach, du ahnst es nicht. Ja, Moment. Eieieiei, darf ich mich nicht aus dem Blick verlieren hier. Das ist ja witzig. Wieso greifen die nicht an? Ich meine, ja, die sehen jetzt natürlich aus wie unsere Leute. Ne? Die sind getarnt. Es ist gar nicht mal so unklug, was die da machen. Aber ich habe die ja im Blick. Und wir gucken jetzt mal, wo die hingehen. Ich vermute mal, ich meine, gut, die haben mich jetzt bestohlen, das ist ärgerlich, aber jetzt erstmal nicht zu ändern. Moment mal, das sind... Nein. Das war jetzt nicht gut. Da ist der Wachturm, nichts passiert. Angriffspunkt setzen. Selbst der bringt nichts. Wo wollen die hin? Naja, zu ihrem Lager, logisch, aber... ja, ich hasse es. Wachturm. So. Haben die eine Reichweite, ne? Das ist ja Wahnsinn, also... Die sind irgendwo hier außerhalb. Das heißt, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Natürlich ist die Frage... Das sieht irgendwie witzig aus. Irgendwie die Frage, ob das jetzt... die das Gebiet jetzt auch aufdecken können. Weil das sind ja in dem Sinne keine Entdecker. Ich weiß jetzt nicht, wie eng und das Spiel das sieht. Man sieht es hier jetzt. Ne? Der Nebel verschwindet nicht. Das heißt, ich brauche hier entweder einen Entdecker oder ich brauche Wachen. Das ist okay. Es ist wie es ist. Wo habe ich denn? Abenteuergilde. Waldläufer. Mal so 5 Waldläufer. So, wo habe ich denn meine Abenteuer-Gilde? Meine, ihr wisst schon, Abenteuer-Dingsbums-Bums. Entdeckerposten, das war's. So. Der muss ja auch irgendwo einen Fokuspunkt haben. Und den sollte ich da hinsetzen, wo die da verschwunden sind. Das wird jetzt lustig. So, Entdeckerposten, bla. Dahin.
Die liegen hier irgendwo im Verborgenen. Aber schön, was man so jetzt auf die Art und Weise über das Spiel so herausfindet, ne? Dass die also hier Diebe nicht erkennen können, solange die halt getarnt sind. Die rennen dann also lustig damit ihrem Diebesgut durch die Gegend. Und die Leute hier, die auch Diebe? Ich sehe hier keine Diebe. Das ist das Personal von uns, die tragen da Sachen irgendwohin. Keine Ahnung, ist nicht mein Problem. Die werden schon wissen, was sie tun. Toll. Ja. Ja, und aufdecken können die auch nichts. Ich bin kein Entdecker, ich sehe hier nur Nebel. Ich habe hier, Die Welt ist für mich ein Mysterium. Es liegt alles im Dunkeln. Eieieiei, das wird lustig. Na ja, gut, immerhin habe ich jetzt meine Leute da. Was mir gerade mal gar nichts bringt, weil ich die Wach. Die mir also nicht hier zu diesem Wachturm gehören. Sehr toll, das Ganze. Entdecker. Wache, eigene Fraktion. Entdecker, der ist. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja. Na, ihr seid mir hier schon die richtige Bande. Geht die ganze Zeit wieder darum. Was müssen wir überhaupt noch machen? So rumgesetzt gefragt. Besetzte Wachtürme 23 von 30. Ja, und dann, achso, immer noch Kupfertagebau, ist ja auch noch immer angesagt. Moment. Solange der Entdecker mit seiner Entdeckung da beschäftigt ist, guck ich mal nach Kupfer. Hey, es ist Maria und Josef. Kohle, Kupfer. Nadelholz ist kein Kupfer. Silbererz, Kohle, Eisenerz, Kohle. Hier ist ein bisschen Kupfer, da ist ein bisschen Kupfer. Moment. Habe ich hier, sind hier. Oh. Aha, okay. Sind die Leute irgendwo oder habe ich die irgendwo oder fehlen die mir? Die fehlen mir, ne? Wenn ich das richtig sehe. Jetzt muss ich aber echt gucken hier. Leute, Belegschaft, Bauwesen, Bewohner. Wo habe ich denn hier was? Handwerker, Militär. Wachen 10, wo auch immer die jetzt gerade sind. Veteranwachen 3, Soldaten, Veteransoldat. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Wachen bzw. Veteranwachen. Vielleicht sollte ich auch mal auf den Punkt gehen. Ich gehe mal auf der Veteranwachen, ich lasse die mal außen vor. Wo sind die? Wo bleiben die Leute? Was ist hier los? Akademie sagt 7. Da habe ich nicht genügend Leute. Könnte natürlich sein. Irgendwann ist ja auch mal Ende Gelände. Veteranwache braucht Eisenlanze. Die ist nicht gegeben. Das sehe ich gerade. Ich habe aber hier irgendwo. Nein. Da. Eine Waffenschmiede. Die ist jetzt mit dem Bau von Eisenlanzen beschäftigt. Also die hat. Ja, machen wir doch direkt 20. So. Denn ich brauche entsprechende Leute. Okay. Eisenlanzen brauchen die sonst noch was? Warte. Kettenrüstung brauchen die auch. Kettenrüstung. 3. Das ist jetzt nicht die Menge. Rüstungsschmiede. 3 sind noch in Arbeit. Komm, ich lass mich da nicht lumpen. Jetzt machen wir auch direkt 20, was wir haben. Haben wir. So. Kettenrüstung. Alles klar. Okay. Die sind fertig.
Moment, das machen wir das anders. Taverne, nein. Gildehaus, Zimmerer, Baustellen. Moment. Handel, Zimmerer. Moment. Ich bin ein bisschen verwirrt. Entdeckerposten. Werkzeug, Gruppe rekrutiert in Gildehaus. Rucksack. Hat das Gildehaus noch Rucksäcke? Baustellenträger? Handelsträger? Ich sehe keine Entdecker. Lagerbestand 7 Rucksäcke. Mysteriöser Ort mit unbekannter Funktion wurde entdeckt. Großer Eber der Entschlossenheit? Was? Wo sind die Diebe? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Vielleicht sollte ich hier noch einen Entdeckerposten hinsetzen. Das mache ich noch eben. So. Entdeckerposten, Militärkämpfer, bla bla bla. Dann setze ich einfach mal hier noch so ein Teil hin. So. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so machen können. Also, das ist. Langsam wird's komisch. Achso, Kupferberger, ja, also mit dem Kupfer, das müssen wir dann halt auf die nächste Folge verschieben, wie so einige andere Dinge auch. Dazu lade ich euch natürlich wieder herzlich ein. Vielen Dank für euer Dabeisein für diese heutige Folge. Freut mich sehr, dass ihr und dass du wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.